So, das letzte Mal haben wir Trubelstadt erreicht. Und mal gucken, wie die Story hier weitergeht. Deshalb nichts wie rein da. Ja, wir sind ja der Forschergruppe beigetreten. Wir sind der Forschergruppe beigetreten von Anfang aus. Guten Morgen. Aufstehen. Warte, wir sind ja gar nicht mehr bei Planers zu Hause. Guten Morgen, Tina. Heute ist das erste Arbeitstag als Mitglied des Forscherteams. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen nervös, aber lass es trotzdem alles geben. Ja. Der Alltag im Forscherteam. Oh. Ach ja, das Ding ist kaputt. Ich erinnere mich, der Kaczak-Turm wurde gestern bei dem Unfall zerstört. Ich verstehe. Deshalb ist er also wieder kaputt. Ach so, ja. Schon wieder? Wieso denn schon wieder? Passiert das öfters? Die Sache gestern war leider kein Einzelfall. Also doch. Der Kaczak-Turm ist schon mehrmals zu Bruch gegangen. Wirklich? Ach so, deshalb wird er nicht weiterentwickelt. Naja, zu Bruch gegangen ist halt auch gut. Wir haben ihn komplett zerstört. Meine ganze Arbeit war alles futsch. Dabei schien diesmal alles glatt zu gehen. Ach, lass dich nicht unterkriegen, Flapterix. Anstatt den Kopf hängen zu lassen, solltest du dich lieber doppelt ins Zeug legen. Bitten wir Jirachi eben nochmal darum, den Kaczak-Turm für uns zu reparieren, Alter. Wir können aber die Dragon Balls nur einmal benutzen, um den Kaczak-Turm zu reparieren. Sobald er repariert ist, können wir aufs Neue damit anfangen, an der Weltkarte zu arbeiten. Wer war nach Flapterix nochmal dran? Gute Frage. Wer war das noch gleich? Kopf kann sich auch nicht mehr erinnern. Egal, das können wir auch noch festlegen, nachdem der Kaczak-Turm repariert wurde. Jetzt bekommt unser Neuzuwachs erstmal einen offiziellen Forscherbeutel. Boah, wie können wir Items tragen? Bahamut und Pina. Ab heute seid ihr Teil unseres Teams. Kriegen wir jetzt auch so ein Ei mit Flügeln? Der offizielle Forscherbeutel funktioniert genau wie der Junior-Forscherbeutel. Eure Konnexosphäre könnt ihr noch benutzen. Sie sollte für eure Aufgaben genügen. Oh, eine Sache noch zu einem Junior-Forscherabzeichen. Das ist gar kein Junior-Forscherabzeichen. Das ist das waschechte Forscherabzeichen. Ihr könnt die einfach weiter benutzen, lol. Ja. Hat er gerade echte Waffen an Kinder verteilt? Also nicht, I also echte Polizeiwagen. don't know. Ja, scheint so. Ich meine, er hat es schon vorher gegeben. Achso, dann, meine lieben Freunde, lasst uns auch heute wieder alles geben. Jawohl! Juhu! Mal gucken, wie ich an den Knopf rankomme. Aber wartet mal eben, zeigen, ich hatte da noch eine kleine Bitte. Schieß los, egal was es ist. Wir werden unser Bestes geben. Ach ja, also, das wird bei unserer Aufgabe nicht nötig sein, aber ich möchte nur, dass die Jirachi für mich aufweckt. Jirachi? Schläft das nicht normalerweise 1000 Jahre? Ja, genau. Der Gute ist ein ziemlicher Langschläfer, müsst ihr wissen. Ist erst mal eingeschlafen, kommt er so schnell nicht wieder aus den Federn. Aber nur nebenbei. Jirachi schläft einen Stockwerk weiter oben. Sag ihm bitte, dass ich mit ihm sprechen will. Das ergibt null Sinn. Lol. Ansonsten, du machst Musik? Nee, Selina? Soll ich dich Selina nennen oder ich hatte fast gesagt Nele, aber das passt ja nicht. Hast mich neugierig gemacht. Wow! Oh, ich Das dachte ist für eine super. Sekunde, ziehst du wieder an Schneidensmusik. Aber es ist nur so was Ähnliches. Echt beeindruckend, oder? Ja, Jirachi schläft ohne zu liegen. Wozu dieser Raum wohl dient? Einfach im Schweben schlafen. Oh, Peter, da hinten! Dieses Pokémon, das hier in der Luft schwingt, vor sich hindöst. Könnte Jirachi sein. Keine Ahnung, das sieht ziemlich sass aus. Ich glaube, das ist nicht echt. Ja, das stimmt. Nee, ich bin Jirachi. Ha, pust dich doch! Jirachi ist einfach eine Papufrucht. Also los, aufwachen! Einfach aus, wenn wir mit dir reden. Okay. Aber ich bin viel zu müde. Ich werde noch etwas lösen.
Sie sind einfach die Praktikanten schlechthin. Wir müssen jetzt einen Kaffee für Jirashi holen. Hä? Hä? Sorry. Ja, offenbar. Das hat man nicht ganz gehört. Ich habe offenbar. Ja, Schlinder wollte ja auch im Schlaf. Oh, okay. Ich meinte Discord eigentlich, ich hatte es nicht ganz aufgenommen. Oh, okay. Ja. Ich drehe mich ständig hin und her. Wenn ihr also gerade neben mir stehen solltet, kann es passieren, dass ich euch ungewollt angreife. Yo, what? Nehmen wir das dann bitte nicht übel. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, was du mit Bosskampf meintest. Ja. Seid euch vor. Ah! Sei froh, diesen Kampf musst du nicht gewinnen. Und das ist eine ordentliche Version des Kampfstreams. Ich gehe mal einen Schritt weg, okay? Totale Vernichtung! Bam, 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 bam! Wombo-Kombo! Ah, scheiße, der kann ja das. Aber so kriegen wir ihn wenigstens wach. Ja. Das war warum. Ah, ich kann nicht. Okay, die Musik ist immer eine Sache, die konstant geil ist. Warte, der ist Typ Stahl. Ja. Babo, nein! Warte, wir haben Belebersamen. Ja, wir haben Belebersamen dabei. Lass mal. Nee. Feuer, ouch. Ja. Oh, warte, was? Hätte ich was automatisch das ist doch gemein! Dann hätte ich ihn auch wiederbeleben können! Ja. Wenn ich eine Frage stellen darf, wie spricht man N3 aus? N3? Die ist fast tot, oder? Okay, nevermind. Kann ich vielleicht Speedboost haben? Speedboost! Du hast Speedboost! Der Cheese Boost! Ah, ich glaube schon. Ah, aber da lift! Sag mal, muss ich jetzt alle meine Belebersamen opfern, die ich in der Tasche habe? Wenn du Jirachi nicht vorher besiegst, dann ja. Wow, das ist sehr nett, weil das Ding Wunschtraum kann. Kennst du N7? Ist das nicht. Ist N7 nicht eine Form von Sprachtest? Was geht denn hier gerade vor sich? Explosion. Explosion! So, jetzt bin ich hellwach. Da wurde ich aber ganz unsanft aus einem Traum gerissen. Na du? Ja, jetzt weiß er doch. Tatsächlich, ihr kamt in meinem Traum vor. Die Erinnerung ist etwas verschwommen, aber ich glaube, in meinem Traum wart ihr in einem heldenhaften Kampf verwickelt. Gegen eine kleine Bestie. Ist Jirashi ein Gremlin? Er hat auf jeden Fall Gremlor-Energie. Das ist echt merkwürdig. Was machen die Pokémon aus meinem Traum denn auf einmal direkt vor mir? Sagt man jetzt zwei. Seid ihr vielleicht Elfen? Ich wäre gerne eine Elfe. Aber nein, du kannst deine Haare auf. Aber stattdessen bin ich ein Furry geworden. Was hat ich auf Feetüten? Warte, scheiße, bin ich nicht ein Feetyp? Nein, du bist momentan auf Feuer und wirst du Feuer Psycho. Ach so, ich dachte gerade so. Okay. Oh, ich habe heute so ein lustiges Video gesehen, davon muss ich dir nachher noch erzählen. Mhm. Okay. Ich bin Barmut und das ist Pina. Wir beide sind gestern dem Forscherteam beigetreten. Dem Forscherteam? Ah, da sind zwei, also die Neuen. Ah, du hast die News schon bekommen, okay. Genau. Und Aphoros hat uns gebeten, dich aufzuwecken. Mission erfolgreich. Oh, verstehe. Brate, hast du nicht gleich gesagt. Du hast gepennt. Gut, dann will ich mich euch ganz offiziell vorstellen. Los geht's!
Jo. Ich wurde im Inneren einer Höhle auf einem Stern geboren und erforsche auf diesem Planeten den Lauf der Sonne und der Sterne. Ganz nebenbei lasse ich auch Wünsche in Erfüllung gehen. Naja, vielleicht. Kurzum, ich bin Jirachi, Astronom des Forscherteams und Genie. Sehr freut. Wer sich selbst als Genie bezeichnet, ist... Naja. Ja, da ich schnell müde werde, kann ich nicht die ganze Zeit hinter dem Teleskop verbringen. Wenn ihr mich also entschuldigt, ich gönne mir noch eine Mütze verschlafen. Bitte. Nein, 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 du musst wach bleiben! Hey, warte, nicht so schnell! Boah, so dumm hätte ich auch einschlafen können. Meine Belebersaum! deswegen habe ich ja letztes gesagt, nimm nicht so viele mit. Was ist, wenn Jirachi auch eine Elfe ist? Verstehe. Schon wieder mein Navi. Aber das ist halt so wild, keine große Sache. Okay. Bis morgen ist das Ding wieder wie neu. Schließlich bin ich ja ein Genie. Vielen Dank. So, jetzt bei euch beiden. Nanu, ihr seid ja mächtig in Schwitzen gekommen. Fast so, als hättet ihr euch einen harten Kampf mit einem mächtigen Boss geliefert. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Fehlt euch auch nichts? Macht euch bitte keine Sorgen. Es geht gut. Ja, ich habe nur 3 Silbersamen verloren. Das ist okay. Wir werden sie wiederfinden. Hurra! Ja, wir werden hier. Eure Aufgaben bleiben die gleichen wie bisher. Werft einen Blick in eure Konnexosphäre und übernehmt Aufträge. Verstanden. Wir machen den Drohbestand also einfach da weiter, wo wir in Ruanau aufgehört haben. Was für ein Leben. Ganz genau. Und ich außerdem behalten eure Forscherabzeichen, ihre Gültigkeit und die Pokémon, mit denen ihr euch angefreundet habt, können auch weiterhin bei der Arbeit dazukommen. Außer wenn ihr auf Story-Missionen geht, aus irgendeinem Grund. Aber das ist egal. Ja. Vielen Dank, Herr Faras. Werden wir es merken. Gut, Dina. Das ist unsere erste richtige Arbeit, seit wir den Vorschlägen beigetreten sind. Auf einen guten Einstand. Und was verdient man hier so? Hoffentlich besser als in der Knuddelluftgilde. Oh, Digga, schrecklich. Vor allem, ich dachte mir wirklich, Jirachi kommt jetzt an und wünscht sich das Ding einfach wieder heil. Danke für den Headset. Ja, Twitch-Sharing ist besser als die von der Knuddelluftgilde. Was für ein Sharing? Das Sharing von Twitch ist besser als das in der Knuddelluftgilde. Ich meine, Twitch hat ein 50-50-Sharing und kein 10-90. Oh ja, stimmt, die sind ziemlich hardcore. Warte mal, kann man mit denen auch? Oha, die macht die vor die, Aerobic. Ja. Ja. Kampfkünste von Meister Lin Fu sind anmutig und gefährlich. Meister Lin Fu gibt gerade Kampfunterricht. Ups. Der hat mir bei meinen Schülern gerade Kampfunterricht. Wollt ihr auch meine Schüler werden? Hier. Hua! Ja. Schua! Pass auf, Mammut, hier komme ich. Uah! Ja. Ich glaube, dir steht das Dasein als Magier ein bisschen eher. Ja, okay. Jo, du hast eine Quest für uns. Noch eine geheime Tür. Was hat es mit den geheimen Türen auf sich? Kann man die einfach so machen? Keine Ahnung. Oh Gott, Wappo, für das jetzt. Versuchen. Ich meine, wenn wir einen krassen Pokémon mitnehmen, können wir das versuchen, ja? Dann würde ich aber ganz ehrlich die Mission mit Lorblatt versuchen, einfach weil Lorblatt das coolere Pokémon ist. Mhm. Und Lorblatt war im Café drinne. Wenn es noch da. Das ist meine Entwicklung! Hi, was geht ab? Ich kämpfe nicht bloß mit einer Muschel, sondern mit zwei Muscheln! Boah, der ist so viel cooler als du. Oh. Nocturne. Ich kann dir versprechen, ich werde noch Genji! Nichts rechts. Aber okay. Nichts rechts. Kombination, aufwärtshalten, Schlag auf Schlag, so muss das sein! Zack, zack, boom, peng! Und da ist ein Dings. Hä, aber das Lorblatt ist gar nicht mehr da, kann ich das trotzdem noch? Kannst du noch annehmen, du vier einer Knöpfe. Ja, das war ja vorher auch möglich, der Teil. Ja. Also, öffnen wir einmal kurz Twitter. Und
Das ist ein Rothuhn. Ah, das ist ein Rothuhn und du könntest annehmen. Wo will er denn hin? Oder? Warum? Wir wollen zum Geheimversteck von Rothuhn. Aber welche Ebene? Komisches Grasland ist unbekannt. Oh Gott, später vielleicht. Also ja. Das ist auch die Sternkarte, die Rashi gemalt hat. Mhm. Da glitzert was. Ja, das ist ein Versteck da, wie es aussieht. Aber wahrscheinlich irgendwas mit Essen zu tun. Und dass wir noch nicht ankommen. Wahrscheinlich das Iso und das Relaxo und das so. Hä? Da unten war doch auch ein Iso, oder nicht? Nee, das war wohin genau. Du magst das Helm Pokémon Starter sind als verschiedenen Games. Das war schon immer geiler Mystery Dungeon. Das fand ich auch so schade an Mystery Dungeon 3, da ist es. Ja, Gates to Infinity, da hat man nur die da drei. Da hat man fünf Pokémon als Auswahl. Ja, die drei Kader, Universe Starter, Milzer und Pikachu. Das oh mein, leider. Oh mein Gott, ist dieses Emote Smooth animiert. Das ist Qualität. Habe ich Geld bei mir? Nö. Aber ich hatte Items bei mir. Warum habe ich die Items nicht abgelegt? Achso, warte. Nein. Ah! Items. Ich hatte die ganze Zeit Shit bei mir. Ja, die Samen kann ich jetzt verkaufen, I guess. Ja. Bringt nur nicht viel. Wie schade, wie schade. Hatte ich nicht zwei? Wie soll ich nur zwei Samen bekommen? Vielleicht fängst du so an. I don't know. Nicht, dass es mattert so, die sind nichts wert, aber trotzdem. Hast du einen Belebersamen? Ja. Boah, imagine, ich hätte normale Belebersamen gehabt. In der Tat, aber kein. Das ist ein Persimband oder ein Persimsipal. Ich hatte das Gefühl, das ist etwas, was den Effekt der Persimbeere hat. Oh, aber was war die Persimbeere? Das war nicht die Pirsifbeere. War das die Verwirrungsbeere? Ja, ich glaube, okay. Verwirrung. Okay. Sollen wir das mitnehmen? Oh, jetzt habe ich mein ganzes Geld mitgenommen. Upsi. Wo habe ich dir erzählt, dass ich mir mein ganzes Geld mitgenommen habe, so fünfstellig, und es dann im Dungeon verloren habe, weil ich dumm war? Weil ich vergessen habe, es abzulehnen. Ist das euch schon mal passiert? Das wäre echt doof. Insomnia-Ringe. Ich warte mal noch einen Tag. Hier scheint es ja bessere Items zu geben als bei uns im Kaff. Ich meine, das hier ist die Großstadt hier. Ups. Jetzt habe ich mein Dings abgelehnt. Wir haben hier bessere Verbindung zu Händlern. Ich habe schon wieder alles. Ich kann schon wieder kein Menüing. Naja. Was ist Schützerringe mitnehmen? Also leg das verdammte Geld ab. Dann nimm noch ein, zwei von den Heilsamen mit. Und dann passt das. Und dann legen wir die Banane wieder hin. Du hast Boxen. Du lässt Attacken. Okay, und hier geht's dann wahrscheinlich raus der Stadt, richtig? Ja, hier geht's raus aus der Stadt. Raus aus der Stadt! Ich würde aber einmal noch gerne speichern, wenn es genehm ist. Ja. Kleine, ja, wir haben Sachen freigeschaltet, ich hab's verstanden. I'm sorry. Aber ich brauche ein bisschen Gedenkzeit und Jirashi war tatsächlich der nächste Boss. Also nur noch zwei Bosse und dann entwickeln wir uns wahrscheinlich, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch nicht der feine Boss sein wird dann. Auf zu den Nektarwiesen. Ja. Und aufstellen, aufstellen. So, wir gehen nicht mit euch, wir gehen. Oh mein Gott, oh! Oh! Oh, ich gehe mal kurz ein paar mehr Belebersamen holen. Wir haben es mit einer Exkursion zu tun. Ja, mit einer Eskorte. Eine Eskorte. Also, dann nehmen wir einfach nochmal fünf. Oh mein Gott, wir haben keine Belebersamen mehr. Ah, jetzt tut's umso mehr weh, dass ich die verballert habe eben.
Ich würde mal sagen, das heißt, ich wollte nächste Woche ein bisschen farmen. Oder gleich, mal schauen. Ja, wann wiederum. Oh mein Gott, vielleicht panieren wir sie ja nicht alle, wenn wir Glück haben. Ja. Nix wie vorwärts. Wer ist weg? Hier sehen wir gleich. Wie Senior! Da bin ich jetzt drin. Ich will aber vorne. Ich will vorne sein. Und wir nehmen nicht Azumere mit, wir nehmen was Krasseres mit. Wir nehmen einen der Krassen mit. Jo. Mit Items. Wir hatten ihn noch nie mit außerhalb von Farming. Brutaler Salamander. Nein, ich will nicht wieder zurück. Mann, wieso hast du mich, Menius? Bist du sicher, dass du den Angriffsringel haben willst? Ja, wieso nicht? Oh, ich sehe. Spezialangreifer. Merke das. Oh. Es gibt Spezialangriffsringel? Mein Angriffsringel sagt für mich jetzt irgendwie aus, ja, ich habe den Angriff und nicht den Spezialangriff. Jetzt fucking go, Alter, wir haben eine halbe Stunde gebraucht für die Scheiße. Ich will jetzt endlich was schaffen. Oh. Hallo, Lorblatt. Geh da bitte weg. Bitte lauf nicht in die Gegner rein. Der Mini-Belebersam. Autsch, 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 Falle. Du wurdest gegen Brutalanda geschoppt. Fire! Ein Glück macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, Gott sei Dank. Yay! Hey. Aber hey, das ergibt doch jetzt aktuell eigentlich ganz gute Erfahrungspunkte, oder nicht? Die Gegner sind schön schwach gegen mich. Außer Grabbit. Ja. Aber Grabbit, das sind ja eh immer diese fetten Pokémon, die sind ja quasi nie. Die schlafen ja. Die schlafen ja auch, wenn du neben sie trittst. Ist das ein Belebersamen? Nee, okay. Nächste Etage. Wir sollten bis zum 9., richtig? Ich glaube schon. Hier unten haben wir ein Fassungsorb. Das erhöht das Fassungsvermögen von Sipalen. Oh hey, nächste Etage. Get down, Mr. President. Oh, jetzt lag ein kostenloses. Egal, wir haben genug. Ja. Ja. Wovon wir die allerdings nicht genug haben, sind Sinelbeeren. Ich meine, wir haben jetzt nie genug haben. Wir haben mehr Sinelbeeren als früher, aber wir haben nicht mehr so viele Belebersamen. Ich bin blockiert. Ha! Super effektiv trotzdem! Das sind die Nektarwiesen, richtig? Nicht seltsames Grasland, oder? Weil die Sache mit dem... Einfach so blockiert auf Twitter, ich fass es nicht. Ja. Hör doch auf, ihn anzugreifen! Ja. Ich hätte gerne ein Wunderfeld. Warte, das heilt den Status nicht? Das heilt keine Blockaden. Das aber geht nur mit Zeit weg. Ich wollte gerade sagen, wie lange sollen das halten? Kann ich mit dir reden? Wenn ich mir den Weg stelle, bekommt mein Feuer zu spüren. Oder so. Ich würde sagen, fuck ihn ab. Burn! Kill the fire and water! Through the fire and flames. Mhm. Through the flowers. Through the flowers and. The flowers and the plains. Through the flowers and plains we carry on. Es hat nicht den gleichen Impact. Ja. Auf jeden Fall. Aber wir haben die Dragon Force auf unserer Seite. Ja. Also ich hoffe, dass wir auf Ebene 9 diese... Oh, da ist was geplatzt. Ja. Da ist... Nee, was geplatzt. Effektiv schlagen. Ja, gönn dir.
Ja. Was geht, Körbo? Nero. Was geht, Nero? Körbogan. Warum hab ich jetzt Körbo gesagt? Ich hab ja sogar gesehen, dass der Name blau ist. Wofür steht Euler eigentlich nochmal? Ich kenne das als End-User-License-Agreement, aber wenn du das zu oft hörst, dann sehe ich ein, dass dich das eventuell nervt. Vielleicht hast du eine interessante, habt ihr eine interessante Geschichte hinter eurem Usernamen? Was ist? Ich meine, gut, bei dir kann jetzt mir keiner denken. Ich meine, Final Fantasy. Ich meine, ich glaube, ich habe den Grund mal in einem Tweet irgendwo runtergesetzt. Von wegen, wie seid ihr auf euren Usernamen gekommen? Wo du auch runtergesetzt hattest. Ah. Oh shit, wir werden weggeblasen. Sehe ich für dich wie ein... Du nennst mich Körbo? Ich hab keine Nitro-Ladung mehr. Egal. Wir haben blockiert. Schon wieder blockiert. Verdammter Aufsetzer. Das hört einfach nicht auf. 100 Züge sollst du gehen. Also Nero, nein, du siehst nicht wie ein Körbo aus. Aber... Ups. Nein, nicht verschieben, nicht verschieben. Mini-Belebersamen, die sind wichtig. Und aktuell brauchen wir unsere auch noch nicht. Oh nein, warte, er ist doch, er ist im... Nein, 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 nein! Ausdauer. Okay, Ausdauer ist fein, so. Ja, Ausdauer. Ich hatte kurz Angst, Geduld ist eine der tödlichsten Attacken im Mystery Dungeon. Ja, das stimmt. Ich dachte gerade, er lässt gleich alles an Lorblatt raus und wollte schon den Get Down Mr. President machen. Dein Origin ist von Euler Genshin, nicht zu verwechseln mit Genshin Impact. Aber Velvet klang nice für mich. Nero Black Clover. Oh, Euler Genshin wegen Genshin. Dann Velvet war nice. Und dann gab es noch Nero Black Clover. Warte, was? Sind das einzelne Usernames oder sind das tatsächlich... Oh, mein Level ist gestiegen, cool. Oh, und wir lernen eine spezielle Feuerattacke. Feuerwirbel. Warum habe ich da Nitro-Ladung drin? Oh, das ist, ja, Feuerwirbel. Ah. Nee, ist doch fein so, aber Nitro-Ladung wollte ich damals haben. Ich mache jetzt. Soll ich Kratzer wegmachen? Weil wegen. Ja, hau Kratzer raus. Ja, die Sache ist, die Kratzer. Es ist halt nicht so stark, aber es ist halt irgendwas, falls der Gegner Unlicht ist oder so. Keine Ahnung. Und dann hast du so eine Art Trapping-Move. Oh, das war dieser Wurf. Ich habe das mit Flammenrad verwechselt. Ja. Was? Das ist der Trapping-Move. Ach so, ich habe dich ganz übersehen. Ups. Ja. Nicht vergessen, RY ist jetzt geiles... Ich dachte, es wäre Flammenrad, aber Feuerwirbel auch nice. Also, willst du willst mir sagen, dass da ein Charakter in Black Clover existiert, der sich Nero Black Clover nennt, oder wie? Du nennst mich Körbo. Okay, jetzt bist du aber wirklich Körbo. Mr. Pinky. Auf dieser Ebene gibt es eine versperrte Tür. Diese Ebene ist nicht groß genug für zwei Körbos. Dieser Chatbereich ist nicht groß genug für uns beide. Hä, warte, was? Wie? Warte, wo? Wie, was, wenn? Wieso hab ich noch... Hä? Was? Was ist passiert? Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab Kratzer... Ich hab Psychstrahl verlernt. Psychstrahl verlernt! Ist ja nicht schlimm, wir können es uns nach dem Dungeon wiederholen, aber hä? Wie kann ich so hart missklickt haben? Das ist gerade, was mich viel mehr verwirrt. Keine Ahnung. Ja, SpongeBob ist ja auch Liebe. Mhm. Ich meine, okay, Leute, das ist halt lustig. Ich habe heute so ein Magazin gesehen beim Einkaufen in der Kinderabteilung. Ihr kennt ja diese ganzen Kindermagazine. Da gab es auch Winnie-Pooh-Magazin mit so Piraten-Shit und irgendwie Mickey-Maus-Magazin und alles. Und es gab so eine Rückseite davon und da waren einfach, ja, sagen wir mal, verschiedene Nicktoon-Charaktere drauf. Und ich kannte keinen einzigen davon. Okay, gut, ist nicht ganz richtig. Linken laut. Kenne ich noch wegen Nickelodeon All-Stars. Die restlichen kannte ich nicht, aber SpongeBob und Patrick waren immer noch drauf. Ist so nach dem Motto, manche Sachen gehen halt durch die Jahrzehnte und alles andere ändert sich.
Alles wird sich endlos weiter drehen. Nichts bleibt einfach stehen. Ja, aber gut, das liegt daran, dass heutzutage auch keiner mehr Fernsehen guckt. Ich würde sagen, selbst die, ich bin ganz ehrlich, selbst die Leute, die jetzt Kinder sind, gucken wahrscheinlich kein Fernsehen mehr oder nicht zu viel. Ich habe irgendwie Glück, dass die YouTube, also dass hier YouTube und Co. erst so 2011 so richtig groß wurde. Also ich habe Let's Plays und sowas erst 2011 entdeckt. Und ja, keine Ahnung, seitdem habe ich auch nicht mehr so viel Fernsehen geschaut. Außer halt morgens vor der Schule oder so, da guckt man halt eher Fernsehen, als dass man sich in YouTube wieder macht. Was ironisch ist, weil heutzutage mache ich genau das. Heutzutage mache ich den Fire TV Stick an, schau irgendwas und gehe dann zur Arbeit. Wir sind full cycle. Arnolds Oma, you can't make this shit up. Das ist fertig, ich habe mein Disney Plus und YouTube, das reicht mir. Ja, aber hey, gerade Disney Plus ist ja gerade... Habe ich nicht annulliert? Ich muss gerade mal gucken, was ich hier wegwerfen kann. Disney Plus, also wir haben hinzugefügt Thaddäus. Ah, die können weg. Schmeiß den Ranz weg. Kaputt machen, yay! Ja. Mein Gronkhs Minecraft Let's Play ist ja auch legendär. Ich habe auch Folgen davon gesehen. Ich weiß noch, wie. Oh mein Gott, als Gronkh auf die 999 zuging. Also auf die 1000 Folgen. Diese komische Zeit. Folge 9999,9. Ja. Das war jetzt zu genau der Zeit habe ich sehr aktiv geschaut. Das war irgendwie keiner interessant. Aber wahrscheinlich wurde ich auch durch den Algorithmus hochgespielt. Was? Wenn ich Gronkh mit einer Sache verbinde, dann ist es tatsächlich nicht Minecraft, sondern die Sims 3. Die Schlömpels. Ich hab's geliebt. Und ich war sehr traurig, als der Spielstand wegen Bugs nicht mehr weitergeführt wurde. Digga, wo ist das Boden-Icon? Hau weg die Scheiße. So. Oh mein Gott, ich hab Hunger. Will mir Lorblatt jetzt sagen, dass er oder sie den Schlüssel hat? Ich hoffe mal. Nero hat Minecraft gesehen. Ich meine, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Minecraft gesehen. Haben wir hier nicht angefangen? Ich meine, ja, bin ich gerade in den Süd zurückgelaufen? Ich habe Minecraft gesehen von Gronkh. Ein bisschen Life in the Woods. Also, ich sehe ein Minecraft-Modpack. Ja. Man hört Gronkh selten lachen. Hm? Ja, Gronkh ist halt so ein Erzähler. Warte, ich darf hier nicht weitergehen. Genau. Wir müssen die Tür suchen. Tür finden. Die Tür ist noch verschlossen. Die Tür ist noch nicht geöffnet worden. Da ist die Tür. Bitte Lorblatt, sie zu öffnen. Mach mal auf. Dodom, Katschang, Domchang. Das sieht an wie der rassistische asiatische Namen. Einfach unlock the key. Rein da. Warte, hier ist das Secret. Die Treppe führt an einen neuen Ort. Wir müssen den Dungeon verlassen und den neuen Ort erforschen. Als ob wir jetzt einen neuen Dungeon dadurch freischalten. Am anderen Ende des Dungeons. Liegt der Dungeon Blätterplateau. Okay, das ist ein cooles System. Das mit dem Treppen nach oben kenne ich tatsächlich nur von Etrian Mystery Dungeon. Auch ein Spiel, das ich seltsamerweise besitze. Achso, du hast ja noch keinen Dungeon entdeckt. Gut gemacht! Ich hab's mir gekauft, weil mir das Coverart gefallen hat. Danke, jetzt kann ich endlich schlafen. Oh. Vorher hat er einfach keine Ruhe gefunden. Er hatte diesen alten Schlüssel von seinem Großvater geerbt. Ja. Haben wir jetzt auch ein Ligolava oder sowas? Keine Ahnung. Kling. Glaubst du, wir schaffen noch eine Mission? Noch eine ganz schnelle? Hello. Wir sind jetzt quasi set. Okay? Ja. Story wird erledigt. Wir sind set. Oh nein, die Story geht weiter. Dann schaffen wir wahrscheinlich nichts mehr. Ich hab Hunger. Ihr habt Hunger, Leute. Das andere wird nämlich fertig. Ja, es gibt was für Mampfen, Mann.
Moment mal. Klauschling, du... Hey! Was sind da für Krümel an deinem Mund? Of course. Gehst du da schon wieder genascht? Wenn es doch nur genascht wäre. Schnell hinterher! Wenn man sich beeilen, ist von unserem Abendessen bei nichts mehr übrig. Stopp, Schling, Schlabber, Schlurf. Ja, Stopp, Schling, Schmatz, Schlabber, Schlurf. Stopp, Schling, Schmatz, Schlurf. Ja! Stopp, Schling, Schmatz, Schlabber, Schlurf. Ja! Fette Line! Ich glaube, hier ist Pappenrad. Das war super lecker. Ich werde nach dem Essen immer so müde. Dann ab in die Haie. Heute war ein langer Tag. Jetzt schon! Sag bloß, du willst ja alleine noch nach Überresten suchen. Hast genug gegessen? Haha, Überreste, das ist ein Item in Pokémon, verstehst du? Setz das Bettchen! Ach, schön. Dann gute Nacht zusammen. Ich hab es eben vergessen, dass Flunkyface existiert. Gute Nacht! Bis morgen! Ja. Okay, schaffen wir noch eine Mission? Ich hoffe, wir schaffen eine Mission. Ja, wir sollten noch eine schaffen, eine kleine. Ja, eine kleine schaffen noch. Überreste ist wahrscheinlich gar nicht so underrated. Das benutzt doch voll viele, oder? Ich benutze das eigentlich ganz gerne. Überreste ist so... Ja, geben wir heute wieder unser Bestes. Leute! Es geht weiter. Die Reparaturen haben gecheckt und sind abgeschlossen. Das war... Wahnsinn! Alles ist ja wieder so wie... Moment mal. Aber es sieht ja jetzt völlig anders aus. Der sieht aus wie ein Katzenkratzbaum. Ja. Wirklich? Stylische Reparatur, wenn ich das sagen darf. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Du warst echt ziemlich flott. Tja, ich bin eben ein Genie. Möchten wir jetzt mit der Karte nochmal ganz von vorne anfangen? Abgesehen vom Wasserkontinent ist wieder über Wolken. Da müssen wir nochmal ran. Tja, das war aber leider zu erwarten. Auch ein Genie wie ich kann nun mal die Daten nicht einfach so wiederherstellen. Ich vergesse immer wieder die Backups zu machen. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst Backup-System, ihr müsst hier Spiegelung und wie heißt die Scheiße? 05 0110 Backup. Erinnerst du dich noch an den Kram aus der Ausbildung? Nicht ein bisschen. Oh, das ist aber schlecht. Ja, ich weiß. Da war so meine ganze harte Arbeit umsonst. Also, das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Dann geht es eben, wieder eine neue Karte anzufertigen. Das schaffen wir doch spielend. Wer war eigentlich mit Kartografieren an der Herr? Immer der, der fragt. Mhm. Ach ja, also was das angeht, ich kenne da zwei, die für diese Aussage genau richtig sind. Pina und Barmut werden sich der Sache annehmen. Dankeschön. Pina und Barmut? So ist es. Es ist wahr, dass die beiden noch nicht viel Erfahrung haben. Aber das kann auch von Vorteil sein. Sie kennen die anderen Kontinente noch nicht. Für sie ist alles ganz neu und aufregend, während wir schon alles gesehen haben. Sprich, sie werden diese Aufgabe mit mehr Leidenschaft angehen, als wir je können. Das stimmt. Und da müssen wir es nicht nochmal machen. Wir müssen die Karte jetzt schon so oft aufs Neue anfertigen. Da würden wir wohl wirklich noch schludern. Schludern ist so ein deutsches Wort. Ja. Eine hervorragende Idee, Teamleiter. Ich bin überzeugt, dass diese beiden eine besonders akkurate Karte erschaffen werden. Bei mir gibt es gibt keine Anwände. Und was sagt ihr dazu? Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Seid ihr dem auch gewachsen? Aber natürlich! Also nur, wenn das nicht gleich jetzt sofort sein muss. Es war schon immer mein Traum, für das Forscherteam zu arbeiten. Aber seid ihr denn wirklich der Meinung, dass wir das auch schaffen können? Aber sicher doch. Wir sind schon alle ganz gespannt zu sehen, wozu ihr beiden alles in der Lage seid. Viel Glück! Seid so gut und entdeckt auf euren Abenteuern Schlampradief, ja? Danke für euer Vertrauen. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Prima, dann hätten wir das ja geklärt. Ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Ihr seid die Besitzer einer Konnexosphäre.
Also wenn ein junger Forscher Gadget reicht, Kina hat eins bei sich. Was? Ich dachte, du hast es. Wunderbar, dann nimm jetzt bitte die Sphäre aus dem Gadget. Seht ihr die Vertiefung dort? Setzt die Sphäre einfach dort ein. Ist das USB-C? Kaczak. Ach, jetzt wird es. Das heißt der Kaczak-Turm. Ach, deshalb heißt er so. Wir waren schon überall. Wow, jetzt sieht der Kaczak-Turm tatsächlich wieder aus wie gestern. So, das war's auch schon. Connect-Sphäre ist jetzt mit dem Kaczak-Turm synchronisiert. Was? Und was heißt das genau? Also waren wir das Backup die ganze Zeit. Oh je. Dummchen. Ich habe ganz vergessen, euch das hier zu geben. Hier, ein offizielles Forscher-Gadget. Oh mein Gott. Es ist shiny. Ich lieb's. Es hat bunte Kugeln. Ja. Oh mein Gott, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Und zwar, es gibt so Textmarker mit verschiedenen Farben in so einer Sternform. Und ein Klassenkamerad von mir hatte so ein Teil und ich fand das echt hübsch. Und das hat mich inspiriert, Das sah halt aus wie so ein typisches RPG-Item, wollte ich halt sagen. Okay, noch ein Junior-Forscher-Gadget? Aber nein, dieses Forscher-Gadget ist für vollwertige Mitglieder, also quasi für Erwachsene. Und das Beste ist, es ist bereits auf euren Teamnamen registriert. Im Gegensatz zum Junior-Forscher-Gadget könnt ihr damit jetzt mit Deden sprechen. Wenn ihr die Konnexosphäre wieder aus dem Kaczak-Turm nehmt und sie in euer Forscher-Gadget einsetzt. Dann kann es auch schon losgehen. Katsching! Jo, und jetzt hat es sogar 5 Kugeln. Bonkers. Oh, das ist doch... Genau wie die Karte des Kaczak-Turms. Du sagst es, das ist dieselbe Karte wie die des Kaczak-Turms. Hab ich doch gesagt. So könnt ihr euch über euer Gadget mit dem Turm verbinden. Und das sind das nicht gesagt, das ist nur gedacht. Aber so aktualisiert ihr nicht nur die Karte, sondern auch euer Forscherteam-Rang. Ich bin einfach wie Furb, ich sag nie was. Forscherteam-Rang? Genau. Steigt euer Forscherteam-Rang, erhaltet ihr großartige Belohnungen. Die Frage ist, sind die Aufgaben, die wir schon gemacht haben, jetzt schon kalkuliert? Oder müssen wir bei Null anfangen? Das wird euch die Arbeit erleichtern. Das ist ja super! Auf geht's, Pina! Wir beide werden die beste Karte aller Zeiten anfertigen. So lobe ich mir das. Viele Mitglieder versuchten sich an dieser Aufgabe, aber nicht alle hatten Erfolg. Aber lasst euch davon nicht entmutigen, ihr könnt es auf jeden Fall schaffen. Also dann, meine lieben Freunde, lasst euch uns heute auch wieder alles geben. Jawohl! Ist dieses Lasst uns heute auch wieder alles geben nicht auch aus Miss Redemption 2? Teamleiter, nicht da lang! Hier entlang! Oh, ja richtig, denn. Ich hoffe, wenn du mal deine Augen aufmachst, wenn du läufst. Ich hoffe, das hat man gehört. Das wahrscheinlich nicht so oft. Ja, beziehungsweise die Ratchet Clank ist gegeben zum Reparieren. Wieso ist das Spiel kaputt? Ich dachte, du fandest es einfach nur scheiße. Und es ist kein Problem. So, ich glaube, in 5 Minuten schaffen wir keine Mission mehr, oder? Warte, wir haben verspätet angefangen. Ja. Wenn wir jetzt halt in 5 Sekunden noch was hinkriegen, irgendwie was eine Ebene ist oder so. Du müsstest sowieso noch mal zu Refladero. Ja, okay, dann machen wir das lieber so. Dann tut es mir leid, wir haben nur eine Mission basically geschafft heute. Es gab viel Story. Ja, war etwas länger. Ja, und wir haben vorher noch den Bosskampf gemacht, also... Es ist ein RPG, was erwartet ihr? Die gehen ewig. So, Refladero. Attacken, zack, boom. Erinnern und vergessen. Wir vergessen heute Sachen, die das Leben schöner machen. Erinnere mich. So, bin ich echt zu blöd? Warte. Kratzer. Sicher, ja. Muss ich jetzt eigentlich... Oh ja. Wahrscheinlich, gut.
Ich würde die Reihenfolge der Attacken gerne anpassen, wenn ich ehrlich bin. Geht das irgendwo? Bestimmt. Status. Start, Select, A, B. Okay, dann machen wir es anders. Nö. Oh ich Gott. Welcher? Warte, Fähigkeiten ändern. Oh, da brauchst du andere Währung. Okay. Alter, immer diese Premium-Währung. Kann ich jetzt bitte irgendwas... Also, warte, wir erinnern jetzt Kratzer. Mhm. Und dann überschreibe ich jetzt Feuerwirbel mit Psi-Strahl und erlernt dann wieder Dings. Gott, ist das umständlich. Oh boy. Allerdings muss ich das Menü nicht immer aufmachen, das ist an sich nicht so schlecht. Ja, nein, das bringst du automatisch zurück. So, jetzt haben wir es wieder wie am Anfang der Folge. Mhm. Zack, boom! Ich hoffe, ihr habt keine epileptischen Anfälle. Ja, keine Epilepsie. Warte, ist das ein Softpack? Nein, das ist von Twitch Germany. Der Scrimmerin hat konnte Epilepsie nicht mit dir aussprechen, sondern Epilepsie genannt. Das klingt auch wie irgendwas, was Rive in Simpsons sagen würde. Ja, irgendwie schon. Meine Mama hat gesagt, ich habe Epilepsie. Pepsi Wedges. Oh mein Gott. Nein, ich hätte sagen, es Rives Mama hat gesagt. Oh Mann. Was können wir ablegen? Ein paar Mini-Belebersamen können wir ablegen, dass wir nur noch drei dabei haben. Der tolle Apfel kann weg. Bärchen, zack, Konfusions. Aber alles weg. Annulier-Orb. Fassungs-Orb, whatever. Ja. Ich kann es nicht. Fassungs-Orb, so, Rest egal. Was hast du für guten Stuff? Was haben Sie im Angebot, mein Herr oder werte Dame? Man erkennt es ja nicht. Handelzweig, Beleber. Belebersamen! Okay, Beleber damit reingecashed. Nimm mein Geld! Nein, Trevor, take my money! Nehmen Sie mein Geld! Und die Silberwehre kaufe ich auch. Hm. Der Belebersamen. Warte, ist das was aus Mystery Dungeon 2? Hm? Es gab in Mystery Dungeon 2 ja, so... Ja, da gab es ja die Plagiat-Items. Könnte sein. Belabersamen. Halt ohne Scheiß, Belabersamen klingt so nach so einem Plagiat-Item. Hm. Okay, also, wir gucken, jetzt haben wir noch eine geile Mission. Ich habe jetzt Bock. Ich will noch machen. Okay. Wir haben 10 Minuten zu spät angefangen. Und wenn nicht, Mystery Dungeon extra large. Was haben wir hier? Ja, welche Etage? Macholo. Macholo kämpfen. Kämpfen. Hundemorn. Bin ich nicht verbunden. Du musst erst Macholo machen. Solamak? Bin ich nicht verbunden? Ja, hä? Ahnung, was kaputt, ja, jetzt bin ich nicht verbunden. Kinoso, was haben wir hier? Kinoso retten! Kette 2! Ja, okay. Da gehen wir jetzt hin. Let's flip and go. Ich wollte eigentlich speichern. Lass mich speichern! Ich meine, selber schuld, wenn ich nicht vorher speichere. Wir haben den Amateurrang. Vielleicht muss man deshalb vorher die ganzen Missionen machen. Oder darf nicht so viele machen, wie man will, damit man am Ende noch genug hat, um den Rang zu erhöhen. Ist aber auch scheiße, weil man kann die nachträglich wieder reinholen. Es war mir klar, dass Brutalander jetzt weg ist. Unser drittes Teammitglied ist... Pachirisu. So bescheuert, weil wir gehen in ein fucking Steingebiet. Aber ich erinnere mich an die Musik, ich erinnere mich an die Musik. Oh, Cashen. Fake Pikachu.
Aber es ist wahrscheinlich mit das beste Fake Pikachu. Ja. Dann wiederum. Der Belab. Im Übrigen, Pina, der Belabasam ist tatsächlich ein Ding. Und was kann der? Wird sein Team mit besiegt, belebt dieses Item jenes Mitglied wieder und besiegt es anschließend erneut mit lautem Gelächter. Es steht wieder auf, um danach lachend umzuketten. Oh, nee, jetzt mal im Ernst, was ist denn das Beste? Was ist denn jetzt das Beste? Fake Pikachu. Also, der Sache ist die, Mimikma zählt nicht als Fake Pikachu tatsächlich. Es ist eher ein Pikachu Fake. Es ist ein Imposter. Wir haben Sicherheit vom Typ Sass. Ich weiß! Oh mein Gott, dieses Video! Ich wollte mit dir reden! Ich hab das gesehen, es war großartig. Wir müssten das eigentlich auch mal spielen. Ich werde versuchen, an den Rob ranzukommen. Also ich werde nochmal nachgucken, ob ich die kriege und dann wird das auf jeden Fall nochmal gestreamt. Hattest du nicht sogar als Magma gespielt zu irgendeinem Zeitpunkt? Ja, das war Infinite Emerald. Hast du das hier durchgespielt? Ja. Habe ich sogar noch on-screen durchgezogen. Ja, aber ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich noch viel bei meinen Eltern zu Besuch war und deshalb nicht so viel gucken konnte. Ja, ich habe das durchgezogen und die ganze Playlist ist auch auf YouTube. Oh, geil. Das genauso. Cool. Aber ansonsten Furry-Type, Space-Type, Sus-Type, yeah. Smash-Type, oh mein Gott. Uno-Reverse-Type. Großartig. Wir haben genauso gefunden. Yay! Yeah! Standing Ovations. Ja. In Transirubi hat ein Gamer-PC-Boss. Bullshit ist der Boss einfach ein MGB-Kassen. Du siehst mich nicht, Connected. Verbunden. Verbindungssphäre. Und am nächsten Mal könnten wir dann Datignis retten. Vor allem, wir kriegen wirklich erst jetzt Punkte, dann wiederum vielleicht sind die 200 Punkte, die wir jetzt schon haben, halt die wir standardmäßig haben. Wer und noch weiß. Eine andere Frage. Hast du weitergespielt als das? Wie viele Tage hast du noch weitergespielt? Ich habe noch ein bisschen weitergespielt. Okay. Ansonsten werde ich auch noch weiter. Nee, sag schon Bescheid, wenn wirklich der Punkt kommt. Oh mein Gott, dieses Pokémon frisst echt verfickt viele Äpfel. Und wir speichern jetzt, denn beim nächsten Mal geht die Story weiter. Bis dann und tschüssi. Bye.